Ihr Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan. Heute mache ich einen leckeren Saft. Und zwar, weil heute Wintersonnenwende ist, faste ich und gleichzeitig Ekadashi, das heißt 11 Tage nach, überlegen wir mal, glaube ich, Vollmond. Hoffe ich bin richtig. Und Leumund, glaube ich, war es letztes Mal. Egal, jedenfalls 11 Tage danach sind die Gestirne günstig zum Fasten. Also Sonne und Mond stehen in einem so einem Verhältnis zur Erde auf ihren Bahnen, ja, diesen elliptischen Bahnen, dass die Kräfte ausgeglichen sind. So schreiben die alten Yoga-Texte. Und ein perfekter Zeitpunkt zum Fasten, in sich zu gehen, zu reinigen, zu meditieren, kreativ zu sein. Ja, tolle Sache. Ich habe heute diesen leckeren Möhren-Orangen-Ananassaft vor. Ich habe hier noch so ein paar dunkle Urkarotten. Ja, hier, so eine Handvoll. Bisschen geputzt, bisschen gewaschen, reicht das schon. 3 Saftorangen, diese kleinen, geschält und klein geschnitten. Und eine Ananas. Ein mittelgroßer Ananas. Auch geschält und klein geschnitten. Und schon kann es losgehen. Entsaftet ist jetzt. So viel bleibt noch übrig am Trester. Das ist ein bisschen viel, aber ich habe es schon mehrmals durch den Entsafter gejagt. Ja, viel mehr, glaube ich, kommt nicht raus. Saft wird jetzt ein bisschen cremiger und schaumiger dadurch. Aber ich mache das, finde das gut, das macht mir nichts. Und das kommt jetzt in den Garten. Ja. Ich habe so eine Plastiktüte, eine große, eine Mülltüte unter meiner Spüle. Und da kommt das rein. Und da passiert gar nichts, wenn ich da Knoten oben reinmache. In der Schleife. Dann bleibt er die ganze Zeit, bleibt die Plastiktüte die ganze Zeit, so einen Monat ungefähr bleibt die integer. Und dann irgendwann fängt die an, feucht zu werden. Und dann ist es Zeit, den gesammelten Trester in den Garten zu bringen oder einzugraben. So finde ich es ganz gut. Das ist ein sehr guter Dünger. Der ist für die Pflanzen wirklich sehr, sehr gut. Die wachsen darauf völlig ungehemmt. Ja, das ist toll. Und der Saft hoffentlich auch. Den will ich mal probieren. Wow, das ist eine sehr schöne Kombination, wirklich. Ich muss euch mal zeigen, wie der aussieht, denn es ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt, mit Ananas, ja, andere Kombinationen zu machen. Der ist nämlich, die Ananas ist ganz gerne für sich alleine. Sieht diese Farbe, ist wunderschön, ja, durch diese Urkarotten, die dunkel sind, die haben Lutein. Das ist ein sehr wichtiger Farbstoff. Der sehr gesund ist auch. Ich glaube, insgesamt haben die orangenen Karotten, habe ich mich informiert, ein bisschen mehr Carotinoide. Ja, also der orangene Stoff, der so gesund ist für die Augen und so weiter. Aber die hier haben speziell diesen dunkelroten Stoff, das Lutein, glaube ich, haben die mehr. Haben die auch gegenüber den Orangen einen bestimmten Vorteil. Also die Urkarotten, das war aber jetzt nicht mal ein Hauptgrund, ich habe die halt noch da gehabt und ich merke, zusammen mit der Ananas passt das wunderbar. Das ist so ein ganz schöner, warmer Geschmack, der sehr ausstrahlt. Die Orange auch. Eine wunderbare Kombination, müsst ihr ausprobieren. Warum nicht heute, an diesem Fastentag, wie jede Woche einmal beim Tri-Yoga, beim Mondfasten, fasten wir immer einmal die Woche, also im Schnitt. Nicht ganz die Woche, weil 11 Tage ja immer dazwischen sind. Zwischen den verschiedenen Phasen, einmal 4, einmal 11 ungefähr. So kommt der Rhythmus ein bisschen gezogen, ein bisschen gestaucht. Aber das ist eben sehr gut für den natürlichen Rhythmus, den man dadurch auch ein bisschen sich anpassen kann. Hilft mir, macht viel Spaß und macht mich fit. Viel Spaß dabei, ihr könnt einen Kanal abonnieren, MD Vegan auf YouTube. Ihr könnt auch zur Seite Tri-Yoga Mondfasten, zur Facebook-Seite gehen. Und da findet ihr auch immer wieder die Saftrezepte und einen Mondkalender. Und andere Leute sind da auch, die fasten zusammen. Und manchmal lassen sie sich da auch mal inspirieren. Okay, viel Spaß, bis bald.